hier ein bisschen Party machen mit den Leuten, die man auch so kennt und vielleicht noch neue Leute kennenlernen. Das hat man generell ja gerne. Und ich freue mich eigentlich auf die Ex und eigentlich auf die Leute hier. Ich bin hier durch meine Freundin und ich freue mich am meisten mit den anderen Auszubildenden und Leuten hier mal ein bisschen zu feiern und Leute von meiner Firma bzw. von der IGBC kennenzulernen. Ich bin hier, weil ich Bock auf die geile Musik habe und auf die coolen Leute hier in Magdeburg. IGBC Jugend, Beste. Ich bin Vorsitzende vom Bundesjugendausschuss und dadurch lernt man halt im ganzen Bundesland irgendwie Leute kennen. Und ja, das ist dann irgendwie cool, wenn man wieder auf so großen Veranstaltungen ist. Da sieht man sich wieder, trifft man sich wieder. Ist halt wie so eine große Familie hier. Ja, wir sind hier in Magdeburg mit 500 jungen Leuten. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir wollten das die letzten Jahre immer wieder machen. Es ging nicht wegen der Pandemie. Und jetzt sind wir hier für die nächsten 4 Tage. Was haben wir vor? Wir wollen Gewerkschaftsarbeit erlebbar machen. Wir wollen diskutieren. Wir wollen Kultur miteinander genießen, verbringen. Wir haben Workshops aus den Landesbezirken. Und wir haben eine Demonstration vor uns, weil es ist einiges da draußen, was nicht gut läuft. Der Ausbildungsmarkt ist relativ angespannt. Viele, viele junge Leute wollen eine Perspektive. Gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel. Und darum wird es hier gehen, dass wir das alles miteinander mixen. Das macht die IGBC-Jugend und das ist toll.